Hey, ich bin mit meinem Kumpel Chris unterwegs. Wir waren gerade beim Tesla Sommerfest. Wir haben jetzt ein lustiges Experiment vor. Sozusagen. Auf Stomped hat jemand gefragt, wie schnell fährt der Tesla rückwärts? Haben viele Leute auf Like gedrückt und sieht scheinbar einige. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schneller als ein normales Auto, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, er fährt nicht viel schneller, aber beschleunigt schneller nach hinten. Sehr lustig. Ich weiß nicht, wie schnell normale Autos rückwärts fahren. Das ist nie ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ich glaube, die sind alle limitiert. Du kannst sie nach hinten nicht schalten normalerweise. Ja, aber bei dann bist du praktisch, wie schnell fährt man im ersten Gang mit einem normalen Durchschnittsauto? Du kannst schon bis 50 hochziehen. Im ersten Gang? Kann man, wenn man will. Der Junge hat gute erste Autos. Oder? Normale Autos. Der Opel, den ich mal hatte? Egal. Also auf jeden Fall, aber beim Tesla ist es so, es gibt keine Gänge und rein technisch müsste das Auto genauso schnell rückwärts fahren, wie es vorwärts fahren kann. Also 250. Ja, wird wahrscheinlich nicht sein, aber... Okay, also wir finden es jetzt raus. Wir finden es jetzt raus. Wir bringen uns einmal kurz in Position. Okay, also wir sind immer noch im Debattieren, wie schnell der erste Gang ist. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Wie schnell könnt ihr mit eurem Auto im ersten Gang fahren? Also nicht gesund, sondern so als Motor. Ja, also nicht über der roten Linie. Also die Drehzahl. Doch, auf Maximum. Ich will auf Maximum. Dann machst du den Motor kaputt, macht's nicht. Okay, mach den nicht kaputt. Also bis zur roten Linie und dann sagt ihr mal, wie schnell. Also ich glaube 50 ist. Also auf jeden Fall. So, wir sind hier irgendwo nirgendwo vor Berlin. Irgendwo da ist das Service Center. Hier ist die Rückfahrkamera schon an. Da ist der Tacho, alles klar. So, 5 km/h gehen schon mal. Chris, darf ich dir das übergeben? Was hast du drauf? Ja, habe ich drauf. Warte, ich wollte noch die Beschleunigung, okay? Also vom Stehen. Von ganz null, ja. Genau. Okay, 3, 2, 1. Oh, shit! Okay, wow. Okay. Okay, der drosselt. 28, sogar leicht bergunter. 27 nur noch. Geht nicht, komm. Gib ihm! Er drückt drauf, komm. Hey, es geht nicht schneller. Okay, 27, 28 ist die Antwort. Es ging ein bisschen bergab. Vielleicht 27 auf gerade Strecke. Was wirklich nice war, wir haben super schnell auf die 27 beschleunigt und dann gab es einfach so einen Stopp. Ich glaube, das Auto wird gerade gedrosselt einfach. Genau. So vorbei. Ja, also war die Beschleunigung von 0 auf 27 so schnell wie vorwärts? Ich Nein, nicht so schnell nicht, wie vorwärts, nicht aber schon, also schon schneller sportlich. Als ein normales Auto, glaube ich. Ja. Und dann die Drosselung, die kam sehr abrupt. Also ich war überrascht. Es war einfach so, das heißt, ich dachte, es geht jetzt einfach weiter mit der Beschleunigung. Und dann war einfach so, leider gar nicht. Okay, gut, das war die Antwort auf die Frage. Ich hoffe, das hat euch gefallen, kleiner Test. Ansonsten, die Videos, die wir heute gedreht haben, verlinken wir euch in der Beschreibungsbox. War ein sehr spannender Tag. Wir haben das Facelift-Modell gesehen, das neue Modell.